Die Box, das ist das intimste, das persönlichste Buch von Günter Grass. Band 2 seines autobiografischen Erzählprojekts, das mit dem fulminanten beim Häuten der Zwiebel begann und mit Grimms Wörter enden soll. Die Box, die titelgebende Box, das ist die Agfa-Box, die im Besitz von Günter Grass war und die Maria Rama, die Familienfotografin, die im Auftrag von Günter Grass viele seiner Projekte begleitete als Fotografin, die Maria Rama benutzte. Es geht in die Box in Märchenform, denn der Ton des Märchens ist ja der Ton, mit dem Günter Grass dieses Buch beginnt. Es war einmal ein Vater, der rief, weil alt geworden, seine Söhne und Töchter zusammen. Die Box erzählt im Märchenton von den Frauen von Günter Grass und den Kindern, den 8 Kindern, die er mit ihnen zeugte, in die Welt setzte, die er mit ihnen großzog. Teilweise haben sie ja auch Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe gebracht. Aber er überlässt den Kindern teilweise das Wort. Es ist ein multiperspektivisches Erzählverfahren, das Günter Grass hier wählt und das ihn vom permanenten Recht haben, vom letzten Wort behalten, in Familiendingen entlastet. Das ist für uns Leserinnen und Leser sehr schön, weil wir mit dem Eindruck aus diesem Buch gehen, es könnte auch alles ganz anders gewesen sein, es könnte auch alles ganz anders erzählt werden. Es ist ein sehr schönes, demokratisches Erzählverfahren, das Günter Grass hier wählt. Und von der Bilanz seines politischen Engagements, seiner Unterstützung für Willy Brandt, seiner Wahlkampfhilfe für die SPD in den 60er, 70er Jahren, erzählt die Box ebenfalls. Es ist anrührend. Man kann kein anderes Wort finden, wie Günter Grass uns hier an seinen Familientisch bittet. Und niemand wird von diesem Tisch aufstehen, ohne ein vielleicht doch etwas anderes Bild von Günter Grass mitzunehmen, als man nur aus den Medien von ihm erfahren hat.